Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere den führenden YouTube-Kanal den großen Schuppen. Dieser Schuppen ist zur Verfügung gestellt von MA7 Studio oder MA7 Studio, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und der, die Modder schreiben in der Beschreibung, dass diese Halle für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können zum Modder runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unsere Modvorstellung gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Worte zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr euch für die Kauf von Inhalten interessiert, die Giants und deren Partner zur Verfügung stellen, schaut mal unter dem Video da links dazu, wenn die nutzt, unterstützt mit Mana zum Entwickler und das wäre sehr, sehr schön. Wenn ihr dann noch auf den True Farming 2 Side-Story-Kanal geht und den Jungs und Mädels und an mir auch mal ein Like und ein Däumchen da lasst, würden wir uns auch sehr freuen. So. Kommen wir zu der Halle. Warum habe ich die Halle ausgesucht, um mich hier vorzustellen? Ich fand sie erstmal schön von der Aufmachung her. Also mit dem etwas ja, dunkleren Holz hier finde ich sehr, sehr schön. Innen drin haben wir hier natürlich auch mein Licht ein- und ausschalten. Ne? Ihr seht also eine Sicherung bewegt sich nicht, aber ihr habt halt einen Anlaufpunkt, wo ihr hin müsst. Nicht so einen kleinen Lichtschalter. Und habt ihr in der Halle halt ja, auch schon ja, leichte Schimmelflecken gefühlt? Oder ist es von Dachpappe durchgeschmort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so einen gewissen ja, Look, dass es halt schon mal quasi, dass sie älter ist, diese Halle, also nicht brandneu. Ja, ansonsten, der texturtechnisch finde ich, ist sehr gelungen, auch hier oben mit den Holzverstrebungen gefällt mir sehr gut, aber was ich besonders gut finde, ist natürlich die Höhe. Das heißt, ihr könnt ja auch mit großen Gerät rein und rausfahren. Das heißt, ihr habt jetzt nicht so eine Einschränkung wie bei manchen anderen Hallen, wo ihr wirklich muss passt der Drescher da rein oder wenn ihr mit Baumwolle arbeitet, ob der Baumwollernte reinpasst oder Zuckerrüben und was wir nicht alle haben. Da habt ihr recht wenig Probleme. Hier habt ihr eine recht große Höhe und könnt ihr entspannt reinfahren, sowohl rückwärts als auch vorwärts und dann auch wieder raus. Fand ich sehr cool. Zu finden ist das Ganze durch ein Baumenü unter Hallen. Und ganz hinten, wenn ihr noch keine weiteren Mods habt, für 32.000 könnt ihr platzieren. Ne? Und dann passt das. Farbe könnt ihr nicht ändern. Ist halt so, wie sie jetzt quasi ist. Wenn wir jetzt mal in die Lüfte gehen, seht ihr, warum ist das so ein bisschen. Hier oben ist schon Grünspan drauf. Also das erklärt, warum es ein bisschen schwarz durchschimmert. Also es ist kein Schimmel, es ist wahrscheinlich von Dachkonstruktion, die müsste mal geändert werden. Mal sauber gemacht werden. Ja, ansonsten, wie gesagt, mehr kann ich euch diese Halle auch nicht sagen. Das ist in der ersten Version 1.0, ist also Mitte Juli gekommen, am 10.7. laut Modbeschreibung hier. Und ja, für 30 Euro Wartung am Tag, also völlig legitim und passt auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich jetzt aber nicht sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr darüber freuen. Schaut jetzt bei McDonald's vorbei, bei den anderen Kanälen. Nutzt die Links an, würde uns sehr freuen. Und dieser ist tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.